Ja, wir sind gerade dabei, einen POC nach dem anderen zu machen bei uns im Haus und haben jetzt allerdings festgestellt, uns die POCs hinterher in eine Reife zu kriegen, also zu sagen, wir setzen wir die auch wirklich hinterher bei uns um, das ist die Herausforderung. Sonst bleiben die ewig in so einem Jugendforsch-Prinzip drin und jetzt ist es wirklich an der Zeit, dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt werden und das versetzt uns gerade in die Lage, dass wir gucken müssen, dass wir starke Strukturen da kriegen. Was ist unsere Strategie dabei? Wie setzen wir sie um? Welche Principles setzen wir uns? Und wo ist das ganze Thema überhaupt beheimatet? Also von Jugend forscht in stabilen Betrieb rein. Das ist genau unsere Herausforderung gerade. Und an der Stelle stehen wir auch gerade als Unternehmen. Oh ja, das ist ein spannendes Thema, weil alle reden drüber, man kann kein Geld mitverdienen, man macht auch irgendwie keine Kunden erstmal so richtig glücklich mit, muss es aber irgendwie immer mitdenken. Das ist gerade ein hoher Aufwand bei uns. Wir sind gerade dabei, ein eigenes SOC zu entwickeln, also Security Operations Center. Wir sind dabei, eigene SIAM-Lösungen bei uns einzubringen und sind da aber längst dabei, das nicht in eigenen Mitteln nur zu machen, sondern mit anderen kollaborativ zusammenhängend zu machen und da die Sicherheit, die ja keiner sieht, nur merkt, wenn es mal nicht sicher ist, auch in die nächste Reifestufe reinzubringen. Ich glaube, man uns als Unternehmen muss sich den Eindruck vermitteln, dass IT, ich sage es mal so in Worten, sexy sein kann. Ich muss den Leuten mitgeben können, dass es Spaß macht, dass Veränderung kein Zustand ist, der einen Angst machen sollte, sondern dass man mitgestalten kann. Und IT ist im Moment derjenige, der viele spannende Sachen umsetzt. Und wir kriegen gerade auch als IT, das merke ich, den Erfolg zurückgespiegelt vom Business. Die sagen, ey, schön, dass es euch gibt. Und genau in diesem Prozess, Leute zu motivieren, komm doch damit rein, sei Teil der Mannschaft, sei Möglichmacher von irgendwelchen individuellen Lösungen, die das Business weiter nach vorne bringen. Ich glaube, das ist total viel Antrieb. Und das muss man den Kolleginnen und Kollegen der neuen Generation einfach mitgeben, kommt zu uns, bei uns ist cool, es macht Spaß, du kriegst Wertschätzung rüber und ich glaube, that's it. Ja, es sind meine ersten EVU-Tage an der Stelle. Fühlt sich aber an, als wenn ich schon bei 19 dabei gewesen wäre, weil es für viele Leute ist es so ein bisschen Klassentreffen. An der Stelle, ich finde die Vorträge sehr spannend, ich finde die Insights sehr spannend. Es ist nicht so groß, dass man sich da drin verliert. Von daher finde ich eine rundherum gelungene Veranstaltung. Ich komme gerne wieder und freue mich darauf, dann im nächsten Jahr wieder dabei zu sein und bedanke mich bei den Veranstaltern, bei den Initiatoren und auch bei den Dienstleistern, die hier sind, für diese spannende Zeit.